Laura, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Laura, geht bitte ganz nah ans Telefon. Ja, so? So ist besser. Gut. Ich muss dich ja richtig hören. Ja, Entschuldigung. Was ist dein Thema? Ja, ich rufe an, weil ich musste mich von meinem 14. bis zu meinem 16. Lebensjahr für den Lebensgefährten meiner Mutter prostituieren. Und ich weiß, dass sie es wusste. Also ich bin hingezogen zu ihnen, da war ich 10. Moment, mal eins zum anderen. Vom 14. bis 16. Lebensjahr musstest du dich für den Lebensgefährten deiner Mutter prostituieren. Was heißt das genau? Hat er dich auf den Strich geschickt? Nein, also ich an meinem 14. Geburtstag, da stand er abends in meinem Zimmer und er hat mir gesagt, dass es jetzt Zeit wäre, dass ich weiß, was Sex ist. Dann hat er mich vergewaltigt und von da an kamen am Wochenende Männer, weiß nicht, Geschäftspartner, 40 oder 50 Jahre alt und ich musste mit denen schlafen. Und das über 2 Jahre hinweg? Ja. Wo hat das stattgefunden? In der Wohnung. Also meine Mutter, die hat am Wochenende immer in einem Restaurant gearbeitet. Mhm. Haben denn die beiden zusammen gewohnt, deine Mutter und der Lebenspartner von ihr? Ja, ja, ja. Ich hab bei und du hast bei denen gewohnt? Ja. Das hat also in eurer Wohnung stattgefunden? Ja. Während deine Mutter in einem Restaurant gearbeitet hat? Ja, aber sie wusste es. Ich weiß, dass sie es wusste. Sie hat eigentlich auch alles getan, was dieser Mann gesagt hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie war nie so glücklich, dass es nicht gibt. Wenn diese Wochenenden kamen, wie war dir dann zumute an einem Freitag, wenn du wusstest, jetzt steht so ein Wochenende wieder bevor? Ich habe mich wahnsinnig schlecht gefühlt und ich habe gedacht, alle Leute sehen mir an. Ich habe mich wie so eine Aussässige gefühlt, als ob ich einfach unwürdig bin. Und ich habe mich so gedemütigt gefühlt und weiß ich, es war nicht so, dass ich das habe über mich ergehen lassen können, weil ich musste aktiv sein und ich. Nun waren, du hast gerade gesagt, dass dieser Lebensgefährte von deiner Mutter mehrere Männer in die Wohnung gebracht hat. Ja, also nicht auf einmal. Nicht auf einmal, also kam immer einer dann. Ja. War der Lebensgefährte deiner Mutter dann dabei? Nein, also wir hatten ein Gästezimmer und er war im Wohnzimmer oder in der Küche. Mhm. Und musstest du mit ihm, mit diesem Lebensgefährten dann auch noch schlafen? Nein, das war nur das eine Mal. Mhm. Hast du denn dich deiner Mutter dann nach einer gewissen Zeit mal versucht anzuvertrauen? Nicht direkt. Ich habe sie oft gefragt, was los ist, oder ich habe sie ja wirklich hilflos angeschaut und sie hat aber dann immer irgendwas, ist einkaufen gegangen oder hat gesaugt oder geputzt, also sie ist mir so ausgewichen, aber richtig ausgesprochen habe ich das nicht, nein. Wenn diese Männer bei dir waren und du musstest mit diesen Männern schlafen, was hast du währenddessen gedacht? Am Anfang habe ich noch nach Gegenständen gesucht. Ich habe gedacht, irgendwie muss diesen Menschen von ihr losgehen, aber dann nachher habe ich... Ich habe mich verstanden, nach Gegenständen gesucht? Ja, weiß ich. Ich habe gedacht, ich aus dem... Ja, ich glaube, wenn ich ein Messer hätte ich irgendwas getan, aber dann irgendwann habe ich das, was passiert ist, einfach abgespalten. Mhm. Weißt du, ich habe an Dinge gedacht, völlig, völlig unwesentlich und habe einfach nur noch mechanisch gehandelt. Mhm. Wenn das Martyrium dann vorbei war, was hast du dann getan? Wie hast du den restlichen Tag oder den Abend verbracht? Gab es da irgendwie etwas immer Wiederkehrendes? Ich bin eigentlich nur noch ins Bad gegangen und habe 2 oder 3 Stunden geduscht und gebadet und habe einfach nur schlecht gefühlt. Gab es eine Freundin, irgendeinen Menschen damals, dem du das erzählt hast? Nein. Niemanden. Du hast es ganz für dich alleine behalten. Ja, weißt du, ich habe es versucht, aber ich habe dann gemerkt, dass ich auch immer weniger anderen Menschen vertrauen konnte. Mhm. Also weißt du, dass ich habe mich schon danach gesehnt, auch noch nach Nähe, aber ich hatte dann das Gefühl, dass sie alle in einer anderen Welt leben. Weißt du, die sind weggegangen am Wochenende, hatten Freunde und... Mhm. Du warst während dieser Zeit vermutlich noch Schülerin. Ja. Hast du denn überhaupt deine Schule und deinen normalen Alltag dann noch geregelt bekommen? Ja, ich habe mich eigentlich dann wirklich in die Schule gestürzt. Also ich
habe wie eine Verrückte gelernt und versucht, mich irgendwo abzulenken, weil ich auch dachte, ja, irgendwann dann kannst du hier auch weg und ich hatte sonst nicht. Das Ganze dauerte 2 Jahre, hast du gerade gesagt. Ja. Wie endete es denn dann? Als ich 16 war, da konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, dann habe ich mir die Halsschlagader aufgeschnitten und kam dann ins Krankenhaus und dort habe ich dann nach einiger Zeit mit einer Sozialarbeiterin geredet. Mhm. Du hast ja selbst die Halsschlagader aufgeschnitten? Ja, weil ich dachte, es sei einfach sicherer als jetzt die Arme oder... Mhm. Aber hat man... Meine Mutter hat mich dann gefunden. Mhm. Und dann hast du dich dieser Sozialarbeiterin anvertraut? Ja, ich habe dann auch Anzeige erstattet, aber während ich im Krankenhaus war, hat sich der Lebensgefährte meiner Mutter abgesetzt und bis heute läuft grundsätzlich eine Fahndung, aber... ist unauffindbar seitdem. Ja. Das ist jetzt du bist jetzt 20, ne? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre her. Er ist unauffindbar. Ja. Ist deine Mutter denn, ist sie auch angeklagt worden? Nein, ich hab auch nur gegen ihn Anzeige erstattet, weil ich habe schon immer irgendwie auch den Wunsch gehabt, so eine liebende und warme und schützende Mutter zu haben. Und ich glaube, ich wäre damit nicht klargekommen, wenn ich... Was meinst du denn damit? Du hast gerade gesagt, du glaubst, dass du eigentlich nie erwünscht warst von Seiten deiner Mutter. Ja. Warum glaubst du das? Also ich bin aufgewachsen bei meinem Vater, 10 Jahre, und er hat sich eigentlich sehr, sehr wenig um mich gekümmert. Und warum bist du dann zu der Mutter gezogen? Mein Vater war Polizeibeamter und ist bei einem Einsatz erschossen worden. Mhm. Und dann hatte ich hier keine Wahl. Sie war die Einzige, die noch da war. Und Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Darum rufe ich eigentlich an. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Also ich bin vom Krankenhaus aus dann zusammengekommen und habe dann aber auch sehr schnell eine eigene kleine Wohnung gehabt. Und jetzt habe ich vor 2 Wochen einen Brief von ihr bekommen, dass sie mich besuchen möchte und mit mir reden möchte. Und ich weiß nicht, ob ich das kann und ob ich das will. Ich werfe ihr schon vor, dass sie mir nicht geholfen hat. Ich verstehe es nicht. Du gehst davon aus, hundertprozentig, dass sie davon wusste und dass sie das geduldet hat. Ja. Ja, hundertprozentig, da gibt es gar keinen Zweifel. Mhm. Nein. Also trägt sie eine ungeheure Mitschuld, Laura. Nicht nur ein bisschen, sie gehört eigentlich auch auf die Anklagebank. Sie ist für dein Leid mitverantwortlich. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr reden soll oder... Hast du denn danach eine Psychotherapie gemacht? Hattest du eine psychologische Betreuung? Ich war zweimal bei einem Psychologen, aber... Zweimal nur? Ja, ich habe erzählt und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob es mir nicht hin und wieder auch Spaß gemacht hätte. Und dann ist mir eigentlich alles zugegangen und ich bin... Das kann ich eigentlich jetzt wieder gar nicht glauben. Das hat ein Psychologe dich gefragt, nach dem, was du mitgemacht hast. Ob es dir nicht auch Spaß gemacht hat, ein Kind von 14 Jahren? Ehrlich, hat er dich das gefragt? Ja, er hat mich das gefragt. Junge, ich werde diese Worte niemals vergessen, wirklich nicht. Was war das für ein Psychologe? Wo kam der her? Hat die Polizei ihn dir vermittelt? Oder? Vom Krankenhaus. Vom Krankenhaus. Die haben mir Adressen gegeben. Ich habe dann eigentlich irgendeinen davon angerufen. Und das war die einzige psychologische Betreuung, in Anführungszeichen, diese beiden Gespräche mit dem. Ja, weil ich habe überlegt, aber um ehrlich zu sein, wollte ich mich auch gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Also ich wollte es vergessen. Aber du vergisst es nicht, das ist das Problem, Laura. Ja, du vergisst es nicht. Sag mir mal noch, wie du seitdem lebst. Hast du denn eine Ausbildung gemacht oder arbeitest du? Wie läuft das? Ja, ich habe mein Abitur gemacht und ich habe im Oktober angefangen zu studieren und habe 3 Jobs und huddel eigentlich nur so durch die Gegend, um nicht nachzudenken. Weil ich auch, Was studierst du? Medizin. Medizin. Ja. Und kommst finanziell auch so über die Runden mit den Jobs? Ja, das geht. Ich bekomme dann noch Halbwaisenrente und geht schon.
Also ich bin hundertprozentig sicher, Laura, dass du das, indem du dich mit Aktivitäten zuknallst, natürlich nicht verarbeiten wirst. Das brauche ich dir als angehende Medizinerin wahrscheinlich auch gar nicht zu erzählen. Ich weiß auch nicht, ob das eine kluge Sache ist, wenn du dich jetzt mit deiner Mutter triffst. Weil ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass du gar nicht stabil genug dafür bist. Ich fühle mich auch nicht so, aber weißt, ich habe Angst, dass das irgendwie, ja, ich vielleicht nachher bereue oder ich weiß auch nicht, was sie auf einmal von mir will. Mhm. Weißt du, was ich viel, 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 viel wichtiger fände? Wenn du ganz schnell in gute psychologische Betreuung kämst und du eine richtig lange, ausführliche, ausgiebige Therapie machen würdest. Und dann kann man, das läuft jetzt nicht weg mit der Mutter, und dann kannst du zusammen mit deinem Psychologen auch entscheiden, ob du dafür reif bist und stabil genug bist, mit der Mutter zu reden. Wer weiß, was jetzt passiert. Das kann dich ja vollkommen umhauen, was die jetzt sagt zu dir oder wie die auf dich zugeht. Ja. Warum hast du dich denn selbst noch nicht um einen, ich meine, du scheinst ja eine sehr intelligente junge Frau zu sein, nicht um so einen Weg bemüht, einen Psychologen zu finden, einen guten Psychologen zu finden? Weil es mir eigentlich, ja, ich habe gedacht, ich kriege das irgendwo hin, und weil ich schon noch auch oft das Gefühl habe, dass ich einen Teil Schuld trage, weil ich weil ich auch aktiv war und weil ich Laura, ich krieg immer einen Hals, wenn ich hier sitze und mir Frauen, denen so etwas widerfahren ist, oder auch Frauen, die vergewaltigt wurden, wenn die mir erzählen, dass sie das Gefühl haben, auch selbst mit Schuld zu sein. Natürlich seid ihr und natürlich bist du überhaupt nicht schuld. Aber auch nicht ansatzweise schuld. Du bist ein Kind gewesen. Und du hast unter Druck gehandelt. Und man hat dich verkauft, mit deinem Körper und deine Seele verkauft. Dieser Mann, der jetzt auf freiem Fuß ist, der 20 Jahre in den Knast gehört. Und du hast da überhaupt keine Schuld. Du hattest doch überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu machen, Mensch. Überhaupt keine Chance. Ich weiß nicht, ich habe aber auch Angst davor, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ja, gut, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um so einen Horror zu überwinden. Ich glaube, man kann das nicht schaffen, indem man es verschweigt. Es bricht wahrscheinlich immer wieder sowieso bei dir raus, in gewissen Situationen. Ja. Weißt du, ich hab mir eine Beziehung gehabt und ich habe auch eigentlich keine Freunde, weil ich, weißt du, sobald es irgendwie ein bisschen näher wird, ist mir völlig klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass du seitdem, oder was heißt seitdem, dass du noch nie danach eine annähernd positive, erfüllte Sexualität erlebt hast. Bestimmt nicht, ne? Nein. Mhm. Weißt du, allein deshalb ist es ja schon wert, dass du etwas unternimmst, um da rauszukommen, um das Leben auch zu normalisieren. Du bist erst 20 Jahre alt. Somit ist ja eine Blockade da, dass du dich auf überhaupt gar keine Liebesbeziehung einlassen kannst. Aus Angst vermutlich auch, ne? Ja, weißt du, ich höre immer, wie schön sowas ist. Und ich sehe mich auch irgendwo danach. Mhm. Warst du denn schon mal verliebt? Ja, aber ich glaube schon. Aber ich habe es dann ganz schnell abgeblockt, weil ich mich nicht drauf einlassen konnte. Mhm. Gab es denn seit diesem Horror, den du da mitgemacht hast, überhaupt mal eine sexuelle Annäherung mit einem Menschen? Nein. Gar nichts. Ich bin nicht mehr in der Lage, irgendwie eine richtige Freundschaft aufzubauen. Laura, ich glaube, es ist nicht gut, wenn du mit dieser Mutter redest. Ich sage mit dieser Mutter, weil ich auf diese Frau auch einen großen Zorn habe, mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Schieb das noch. Sag, dass du sie nicht sehen willst im Moment. Und kümmere dich um einen guten Psychologen. Und ich würde dir sehr gerne, und ich möchte dir unsere Hilfe anbieten. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, jetzt noch ein paar Worte redest. Ja, ist okay. Und er soll dir, und er wird dir auch, ein paar anständige Adressen vermitteln. Von Psychologen und Psychologinnen, die nicht solch dämliche Fragen stellen, wie die, von der du gerade erzählt hast. Ja, ist okay.
Weißt du, Laura, ich habe jetzt, wir haben uns jetzt eine ganze Weile unterhalten und ich habe ein Gefühl, dass ich dich sehr, sehr sympathisch finde. Danke. Und sehr nette junge Frau bist. Und umso mehr bin ich der Überzeugung, dass unbedingt etwas geschehen muss, dass du eine Chance kriegen sollst, aus deinem Leben etwas zu machen. Und ich habe die große Sorge, dass du dich immer mehr verbeißt und verkantest in dir selbst, wenn du keine Hilfe von außen suchst. Das schaffst du nicht alleine. Aber du musst es wollen. Niemand kann dich zu irgendeinem Psychologen hinzerren. Das musst du wollen. Und du musst auch bereit dazu sein. Und dann hast du auch eine Chance, vielleicht irgendwann dich zu verlieben, mit Sicherheit dich zu verlieben und auch eine Liebesbeziehung zu leben. Ich hab gemerkt, dass ich dass ich nicht so wegschieben kann, wie ich das dachte. Mhm. Ja. Das wäre ja sicher auch das war ein Grund, weswegen du dich hier gemeldet hast, ne? Ja. Mhm. Weißt du, seitdem ich damals mit der Sozialarbeiterin gesprochen habe, ja, hab ich eigentlich nie wieder darüber gesprochen. Mhm. Ich meinte wirklich, weil ich eben auch Angst vorhabe, dass die Leute denken, weißt du, dass ich jemanden, den ich kenne, jetzt das erzähle. Laura, wir machen das ja so wie gerade besprochen. Du legst auf und wirst von meinem Psychologen angerufen, von dem Peter. Ja, okay. Und der wird sich dann weiter mit dir unterhalten. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wünsche dir, dass du diesen Schritt wagst, möglichst bald schon. Lass die Finger von dieser Frau erstmal weg. Ja. Viel Glück. Dankeschön. Auf Wiederhören, Laura. Ja, tschüss. Jetzt haben wir 1:41 und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause.